Wer ist das da? Ah, ist wieder dieser Kaschid. Wo geht es hier hin? Hallo? Ich warte auf einen würdigen Tod. Warum wollt ihr sterben? Meine Zeit ist gekommen. Ich bin alt. Zu alt, um noch Häuptling zu werden. Es wäre falsch, in meinem Alter noch Frauen zu nehmen. Also werde ich sterben. Malakat hat mir die Vision eines glorreichen Todes geschenkt. Ich warte hier darauf, dass sie sich erfüllt. Wie ihr seht, ist es noch nicht geschehen. Ein glorreicher Tod? Ja. Würde ich mich einfach hinlegen und sterben, würde es Malakat nicht gefallen. Nun, wenn es denn eure Tradition ist, eure Kultur, wenn die Götter, wenn eure Götter es wollen, vielleicht kann ich, ein Elfenmagier, wenn ihr denn wollt, euren ersehnten Tod herbeiführen. Vielleicht. Seid ihr euch da sicher? Entweder es ist eurer oder meiner. Eins von beiden. Wir werden sehen. Anscheinend doch schon alt. Er war anscheinend doch schon alt. Was hat er bei sich? Wir sollten ihn nicht ausrauben. Was denkst du? Lydia, was denkst du? Sollen wir ihn dem Wasser übergeben? Ist das im Sinne? Im Sinne des Orks? Versuchen wir es. Gut. Übergeben wir seine Leiche. Dem Fluss, Gott. Geben wir sie dem Fluss, Gott. So fahre denn wohl dahin. Lydia? Tja, so wird es auch uns eines Tages ergehen. Weiter nach Weißlauf. Weiter nach Weißlauf. Weißlauf. Endlich. Majestätisch gelegen. Hier, von Weitem sieht man schon die Miethalle. Jorvaskra. Da sollten wir vielleicht auch mal vorbeischauen. Hier. Eventuell soll, aber ich muss das zu den Graubärden, ne? Viel zu lange schiebe ich das schon vor mir her, aber ich sag dir eins, ich habe ein bisschen Angst davor, was mich dort erwartet. Dieser Drache. Weiß nicht, dieser Schrei. Überhaupt dieser Schrei. Ich kann ihn nicht einfach so ausstoßen. Ich sag's, wie es ist. Ich konnte es. Zweimal. Doch jetzt? Ich kann es nicht. Was ist das? Hier lebt also der Kurier. Aha. Gut. Cool.
diese Rüstung. Diese Rüstung war kein guter Gedanke. Das muss ich wohl sagen. Denn sie schützt mich nicht. Sie schützt nicht meinen Oberkörper. Ich sollte echt lieber wieder meine Robe anziehen. Boah, ist ja richtig kalt hier. Boah. Das ist nicht gut. Oh. So, Beletor. Dein bester Kunde kommt zurück. Dann mal schauen, was wir dann an Gold bekommen. Nur gründlich um. Ich bin sicher, ihr findet, wonach ihr sucht. Und wenn nicht, gebt mir einfach Bescheid. Ich habe noch einiges im Lager. Fackeln. Ich brauche mal wieder... Ich habe noch welche, aber... So ein, zwei Fackeln wäre nicht schlecht. Alles steht zum Verkauf. Schmuckstücke, Krimskrams, solche Sachen. Ja, ich habe auch Schmuckstücke und Krimskrams. Ich schau trotzdem mal, aber nein. Nein. Fackeln werden wohl ewig. Ja, keine Chance. So, ich habe jetzt hier wirklich einiges. Erstmal hab... Achso, den Bogen haben wir ja schon weg. Hm, da geht schon los. Tja. Die Rüstung hier ist blöd, ne? Naja, gut. Ich werde mal meine Robe dann wieder anziehen. Ist besser. Was ist denn das hier? Hm. Ja. Ja. Hm. Keine Ahnung. Soll ich sie verkaufen? Ich weiß nicht recht. So, oh, der Ring. Schau dir doch mal den Goldring an. Wie fein der gearbeitet ist. Ja, gib mir nichts dafür. Oder hier. Schau mal hin. Wie grazile Arbeit. Wie die Steine eingelassen sind. Gib mir auch kaum was dafür. Und hier der... Aber die Kette hier, ne, die Kette hier, schaut doch mal diesen, was ist das, ein Smaragd? Also, Beletor, was, den kauft niemand, dieses Stück hier ist nicht beliebt? Oh Mann. Ach, Beletor, du haust mich doch sowas von übers Ohr. Das gibt's doch gar nicht. Du haust mich einfach nur übers Ohr. Was haben wir denn hier? Hier haben wir auch ziemlich viel. Das ist nicht so schlecht. Nicht so schlecht. Hm. Wir müssen trotzdem was abgeben. Wahrscheinlich Heiltränke, denn die brauche ich nicht so dringendst. Ja, ich brauche sie schon, aber nicht ganz so dringend. Ich glaube, 5 Heiltränke werden wohl reichen. Ja, den könnte man auch mal ausprobieren. Das ist gut. Das lassen wir mal. Ja, das ist sowieso kaum was wert. Tja, dann, ja. Was soll's, ne? Gut. Das dazu. Das andere behalte ich mal. Passt ja eigentlich alles, ne? Eine noch? Ach, na gut. So. Wir haben hier noch Rollen. Hm. Für was ist diese Rolle gut? Er schafft einen Schutzkreis, den Untote nicht betreten können. Nein, will ich eigentlich nicht abgeben. Bücher? Ja, die müsste ich auch mal zwischenlagern. Also, ich müsste eigentlich nochmal nach Flusswald. Ah. So. Hier habe ich einiges. Also hier muss ich meine Felle hier weg. Ah, super. Das wäre schon wieder, ne? Das wäre es schon wieder. Was denn überhaupt mit diesen...
Achso, ja, die kann ich wieder auffüllen. Okay, gut. Oder wartet mal. Oh, etwas hiervon, etwas davon. Peledor, was hast denn du an Rüstung so? Aha, die kenne ich. Ein Schild? Nicht unbedingt. Na gut, nee, da ist nichts dabei. Da ist echt nichts dabei. Bitte kommt wieder. Was haben wir denn jetzt? Viel hat er uns nicht gegeben. Ich habe gedacht, wir werden jetzt richtig reich hier. Ich habe echt gedacht, wir werden reich. Gott. So. Wie? Naja, das hat noch ein paar Ladungen. Sieht so aus, mein Analysezauber sagt, da sind noch ein paar Ladungen drin. Gut so. Gut so, gut so. So, ja, den Bogen. Ach du, ja, den Bogen, der ist auch hinüber. So, dann werde ich mal meine Robe anziehen. Die Fellrüstung hier. Ich weiß nicht recht. Gefällt mir nicht so richtig. Aber schützt schon ein bisschen wenigstens. Na, meine Robe schützt ja gar nichts. Und mit meiner Zauberei ist es noch nicht weit her. Kann man nicht anders sagen. Wie sieht's denn überhaupt aus? Oh, der Schaden hier, der hat massiv abgenommen. Ich muss trotzdem mal zum Schmied. Mal schauen, wie viel das kostet, das zu reparieren hier. Wäre ja mal interessant zu wissen, ne? Wäre ja mal richtig interessant zu wissen. So, alles andere ist erstmal klar. Gut. 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 Dann zum Schmied, ne? Zur Schmiedin vielmehr. Ist ja wieder hell. Wahnsinnig hell. So. Hallo. Adrian. Ihr seid jemand, der für Ergebnisse sorgt. Das gefällt mir. Jo. So. Kannst du meine Waffen reparieren? Was kostet mich denn das? 100 Goldstücke? Jo. Warum nicht? Warum nicht? Das kann ich noch entbehren. Dann, wie sieht's aus mit Rüstung? Oh, meine Handschuhe. Meine Handschuhe, Handschuhe, Handschuhe. Wie viel? 150. Nein. Da bin ich geizig. Da bin ich echt geizig. Dann, was hast du denn so zu verkaufen? Werft einen Blick darauf. Aha. Aha. Nichts. Oh. Aber nein. Ja, ja. Das ist zwar schön, aber nein. Ach, Moment. Wir haben ja noch was. Wir müssen noch mal zur... Na, oder nicht. Zur Peledor können wir auch hier verkaufen. Ich muss nochmal mit Lydia sprechen. Die hat ja auch noch einiges in ihrem Rucksack. Hier, was hast denn du an Rüstung? Das sieht ja auch nicht viel besser aus. Du hast ja auch nur solchen Schrott. Ich möchte eigentlich nicht frieren. Ah, super. Nee, du hast gar nichts. Ich will dir das mal sagen, du hast gar nichts. Hast vielleicht eine Fackel, das wäre doch mal was. Erst rechnen. Aber wir bräuchten Barren, ne? Aber die könnten wir auch. Wir könnten uns ein paar Barren. Wie viel haben wir gesagt? Brauchen wir Barren? Wir bräuchten Eisen. Richtig viel Eisen. Aber nicht mit uns. Nee, noch können wir uns das nicht leisten. Ah, schade. Vergesst nicht, auch drinnen reinzuschauen, falls ihr etwas braucht. Ja, ja. Lydia? Ich gebe euch Deckung. Nicht nur Deckung, sondern dein Zeugs. Ich habe geschworen, eure Last zu tragen. Nee, nicht Last tragen. Warte mal.
Den gibst du mal her. Der nützt dir sowieso nichts. So. Dann gibst du mir noch die hier. Und die Pfeile brauchst du ja auch nicht unbedingt. Und diese Stiefel hier auch mal her. Na? Geht ihr voran. Und dann könnten wir hier mal... Ich habe hier einige gute... Ich sage nicht, dass ich der beste Schmied in Weißlauf bin. Die besten Waffen und Rüstungen. Ja, die... Ja, wir haben auch beste Waffen und Rüstungen, nämlich zum Beispiel... Bist du willst... Ach, du willst es gar nicht kaufen. Ach. Du kaufst zumindest den Streitkolben. Das ist ja dumm. Das sind wir doch zur Beletour. Also gut. Dann auf zur Beletour nochmal. Ach, und ich... Zerbrecher unter der Last. Hier. Ich bin direkt hinter euch. Ja, gleich. Ich habe geschworen, eure Last zu tragen. Das hast du geschworen. Wirst du auch machen. Aber ich muss dir erstmal was geben. Und zwar wahrscheinlich das hier. Das gebe ich dir mal wieder zurück. Geht ihr voran? Ja, ja. So, rauf. Auf. Peletor. Ob der das kauft? Findet eigentlich jeder etwas. Sagt Bescheid, wenn ihr irgendwelche Fragen habt. Nein. Ich gebe euch Deckung. Haben wir nicht. Wir haben hier ein Ich habe geschworen, eure Last zu tragen. Wir haben hier nur ein bisschen was vor. So, hier. Nee, halt, den brauche ich. Ihr geht vor, ich folge. Peletor, kaufst du Rüstung? Wäre schön. Ich würde euch sogar einen eurer Verwandten abkaufen. Für manche ist es Ramsch. Für mich sind es Schätze. Aha. Passt auf, ich hab da was für dich. Du kaufst es tatsächlich nicht. Heieiei. Tja, dann müssen wir zu Alvor vielleicht. Vielleicht sogar. Nicht schön. Ich sag dir's, wie es ist. Das ist nicht schön, dass du das nicht kaufst. Es ist wirklich schlecht. Bitte kommt wieder. Ich gebe euch Deckung. Ich habe alles. Ich habe geschworen, eure Last zu tragen. Heute gar nicht mehr zu betreten. Leider. So, hier kriegst du wieder den ganzen Ramsch. So, ich glaube, das war's. Geht ihr voran? Ja. So, schaffen wir es heute noch? Jo, müsste Mittag sein. Nach Flusswald schaffen wir noch. Also los, auf nach Flusswald. Und dann könnten wir vielleicht mal zu den Graubärden starten. Wäre doch auch mal was. Wäre doch mal eine Idee.